2020 hat sich alles geändert. Unsere Jobs gekündigt und die Wohnung gegen den Van getauscht. Wir sind Helena und Chris und das sind unsere Abenteuer. In der aktuellen Woche erwarten uns gleich drei Highlights in Bosnien. Die Höhle Dabarska Pisina, die Stadt Mostar und wir gehen im Mondschein baden an den Kravica Wasserfällen. Lehn dich zurück und komm mit. Ich will kämpfen. Helena will schmusen und Alma will spielen. Naja. Wir laufen jetzt gleich erstmal eine Runde. Wir haben nämlich hier eine ganz coole Höhle entdeckt, die wir jetzt gleich entdecken oder erkunden wollen. Die Anfahrt hierhin war schon wieder für bosnische Verhältnisse krass. Erst ging es stundenlang durch Gärten und dann ging so eine Schotterpiste hier runter, die wir uns auch erst gar nicht getraut haben, komplett runterzufahren. Sind dann ausgestiegen, ein bisschen vorgelaufen und haben sie dann für fahrbar befunden, nachdem mal wieder ein PKW einfach so an uns vorbeigefahren ist. Ja, und jetzt werden wir uns erstmal auf den Weg in die Höhle machen. Hier sind wir und dann kann man hier durch das ganze Höhlensystem gehen. Das machen wir jetzt nicht. Viel zu warm. Aber zum Glück holt Elena jetzt gerade mal Eis. Dann lassen wir es uns gut gehen. Also ich habe dein Eis gekostet. Für Eis ist Mostar auf jeden Fall richtig gut. Ich glaube, sonst ist es auf jeden Fall einfach nur ein Touri-Hotspot. Die Brücke haben wir jetzt einmal gesehen. Ist sehr schön. Aber es ist mega voll hier. So, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir Mostar nicht ein bisschen Unrecht getan haben. Also die Altstadt sah auf jeden Fall sehr schön aus und auch mit der Brücke und dem Wasser. Das ist schon sehr spektakulär, vor allem wahrscheinlich, wenn da die, die Klippenspringer, die Brückenspringer dort sind. Das ist schon mega das Highlight. Aber uns war jetzt einfach nicht nach Stadt und es ist einfach so heiß, dass es da richtig drückend war mit den Massen an Menschen. Und wir haben uns jetzt einfach entschieden, wieder ein bisschen rauszufahren. Ist zwar auch ein touristisches Highlight, aber
Vielleicht ist es da ein bisschen leerer jetzt zum Abend hin. Mal sehen, was wir dort erleben an den Kravika Wasserfällen. Los geht's! Endlich auf dem Parkplatz der Kravika Wasserfälle angekommen. Sicherlich nicht der schönste, aber für uns praktikabelste Parkplatz. Und wir wollen jetzt gleich erstmal noch runtergehen zu den Wasserfällen. Ich glaube, wir machen das noch ein bisschen anders. Die Nachbarn haben gerade erzählt, dass sie am Ticketstand waren und die machen gleich zu, so in anderthalb Stunden. Okay. Das heißt, es lohnt sich jetzt gar nicht, noch runterzugehen bzw. den vollen Eintritt zu bezahlen. Aber der Wachmann meinte, wir sollen einfach warten, die Schranke geht dann gleich auf und wir können einfach so runter. Also haben wir das vielleicht nachher das ganze Bad für uns. Das wäre doch gut, dann können wir jetzt erstmal noch in Ruhe kochen und essen, bevor wir runtergehen. Das klingt nach einem Plan. Wir sind nämlich jetzt hier an den Kravika Wasserfällen. Hier haben wir direkt auf dem Parkplatz eine Nacht gestanden. Super unkompliziert. Und wie sich herausgestellt hat, kann man da dann auch nachts runtergehen. Da ist das dann alles offen und sogar kostenfrei. Wir sind dann also mit Mondschein schwimmen gewesen. Das war wirklich ein einmaliges Erlebnis und das werden wir, glaube ich, so schnell nicht mehr vergessen. Es war richtig schön, ohne dass das Schwimmbad quasi offen war. Es waren nur 4 Leute da. Ja, es war richtig schön richtig und einfach geil. Entspannt. So, und hiermit endet dann auch einfach schon unsere Bosnien-Reise. Wir waren jetzt 15 Tage hier in dem Land. Das hat uns richtig, richtig gut gefallen. Wir kommen wieder. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir würden wahrscheinlich auch noch länger bleiben, aber so ist es jetzt. Wir fahren weiter. Heute wird die Grenze überschritten nach Montenegro. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Ja, richtig toll. Also, wir sehen uns in Montenegro. Ciao.